Leute, ich habe mich verliebt. Und diesmal wirklich. Ihr Name ist Octavia. Octavia Bailey. Ist sie nicht wunderschön? Oh, übrigens, ich bin's, Jared. Und heute seid ihr mal wieder mit mir unterwegs. Hallo, ich bin Ellie Jenyx und das ist der 57. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part haben wir ja gleich vierfachen Geburtstag gefeiert. Erstens sind Flora und Oren zu Kindern geworden und außerdem sind Jared und Rose jetzt schon erwachsen. Wie schon im letzten Part erwähnt, möchte ich diesen jetzt mit Jared spielen und im letzten Video habe ich ja noch gemeint, ich glaube, wir ziehen mit ihm nach San Myshuno, aber je länger ich drüber nachdenke, desto weniger macht diese Storyline Sinn. Jared ist für mich ein ganz besonderer Charakter, denn wenn wir uns ehrlich sind, hat er in seinem gesamten Leben nicht wirklich mehr vollbracht, als mit jedem Menschen zu flirten. Und das ist ja überhaupt nichts Schlechtes. Ich sage ja nicht, dass das was Negatives wäre, aber das ist halt schon irgendwie seine Persönlichkeit. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn ich sage, Jared möchte so schnell wie möglich aus Hanford und Bagley raus, aber mit welchem Geld? Er hat nämlich keines. Emma hat auch keines übrig und sein Vater, denke ich, auch nicht. Das heißt, es gibt nur eine Möglichkeit. Jared muss reich heiraten. Und zwar schnell. Deshalb starten wir auch jetzt gleich in den Part hinein. Wir haben noch immer Sonntag und Jared und Rose haben gerade hier in San Myshuno ihren Geburtstag gefeiert. Denn die Idee mit dieser Storyline ist mir gekommen, als ich folgende Frau hier gesehen habe. Das ist Octavia Bailey. Ja, ich weiß, normalerweise sieht sie anders aus, aber sie stand einfach hier und da dachte ich mir, die passt sowas von perfekt in die Storyline. Deshalb habe ich sie umgestylt und vielleicht hat sie auch wegen mir ihren Ehemann verlassen und wohnt jetzt ganz allein in einem riesigen Haus in San Myshuno. Aber nur vielleicht. Jared wird aber natürlich jetzt mal zu ihr hingehen. Sie ist ein Promi. Das ist jetzt natürlich ein wenig problematisch. Wait, gibt es da nicht irgendeine Belohnung? Wieso vergesse ich eigentlich immer, wo diese Belohnungen sind? Hier, oder? Ja. Wow. Gut, es gibt doch eine Belohnung, dass man sofort mit allen reden kann, oder? Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Stets willkommen. Nein, das meine ich gar nicht. Stimmungslöser meine ich auch nicht. Wasserfest? Aha. Es gibt einen Jugendtrank. Trinke das, um deinen Sim zu verjüngern. Oh mein Gott, das könnten wir bei Emma machen, damit sie uns ganz lange erhalten bleibt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, denn ich habe jetzt schon Angst, wenn Emma stirbt. Unglaublich freundlich. Unglaublich freundliche Sims werden bei einer netten Vorstellung sofort gemocht. Nein, das ist es auch nicht. Fruchtbar. Fruchtbare Sims haben es leichter, wenn sie ein Baby machen wollen und eine größere Chance auf Zwillinge oder Drillinge. Stellt euch vor, das hätten wir bei Emma gehabt. Dann hätte sie definitiv nur noch Drillinge bekommen. Lizenz für paranormale Ermittlungen? Werde zertifizierter paranormaler Ermittler, um die Freelancer-Karriere paranormaler Ermittler und die Seance Good Rehab beirufen freizuschalten. What? Was gibt es da für Dinge? Warum schaue ich mir das nicht öfter an? Aber es gibt anscheinend keine Möglichkeit, mit Prominenten zu sprechen. Das finde ich einfach nur toll. Wieso gibt es das nicht? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Heilige Kerzen. Ach, ich möchte mir das nicht mehr durchlesen. Da gibt es viel zu viele verwirrende Dinge. Ich nehme mal den Selbstsicherheitstrank. Und dann könnten wir ja auch noch unglaublich freundlich nehmen. Keine Ahnung, ob das was bringt. Probieren wir es einfach mal. Gut, Jared, du gehst jetzt einfach mal hin und wirst... Oh, das ist immer so schwer. Versuchen... vorzustellen. Keine Ahnung, ob das klappt. Jared, ich glaube an dich. Keine Ahnung, was Rose in der Zwischenzeit macht, aber das ist uns egal. Wir kümmern uns heute nur um unseren Jared. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Jared, ich glaube, du hast es verkackt. Nein, das hat nicht so gut geklappt. Vielleicht solltest du etwas warten, bevor du es erneut probierst. Dann werden wir sie um ein Foto bitten und um ein Autogramm bitten. Im Notfall müssen wir ein bisschen warten und schauen einfach bei ihr zu Hause vorbei. Und jetzt fotografieren sie alle. Wieso ist da ein nackter Gabriel? Und wieso ist da eine nackte Luisa Schäfer? Warum können sich diese Sims eigentlich nie was anziehen?
Können wir uns nochmal bei ihr vorstellen? Nein. Bitte sie um ein Selfie und dann bitte sie nochmal um eine Umarmung. Aber ich glaube, dass das auch nichts an ihrer Beziehung ändert. Also das ändert nicht daran, dass er sich nicht bei ihr vorstellen kann. Aber vielleicht können wir ja sagen, er hat sie da jetzt zum ersten Mal gesehen und denkt sich, oh mein Gott, sie ist der absolut coolste Sim der Welt und sie ist sicher steinreich und sie sieht ziemlich gut aus. Obwohl sie schon ein bisschen älter ist als ich, sieht sie sehr gut aus. Und deshalb hat er sich jetzt zum Ziel gesetzt, dass er sie erobern möchte. Aber dazu müssen wir uns zuerst mal bei ihr vorstellen, was ja gar nicht so einfach ist. Ich hoffe, das funktioniert irgendwann. Wir können nochmal versuchen, uns vorzustellen. Wir lassen jetzt einfach nicht locker. Also, in Wirklichkeit halte ich natürlich absolut nichts von so aufdringlichen Menschen, aber in Sims ist das, glaube ich, schon in Ordnung. Es ist immerhin nur ein Spiel. Vergesst das nie. Es hat schon wieder nicht geklappt. Jared, was ist eigentlich mit dir? Warum bist du so peinlich auf einmal? Normal ist er der selbstbewussteste Mensch der Welt. Und jetzt stellt er sich so an. Das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir noch ein Autogramm bekommen. Wir können uns einfach nicht mehr vorstellen. Aber die Autogramme können wir zumindest verkaufen, oder? Signiert von Octavia Bailey. 25 Simoleons nur? Das ist ja nicht so viel. Okay, sie ist aber auch nur ein B-Promi. Wahrscheinlich deshalb. Bitte sie nochmal um eine Umarmung. Ich finde das nicht gut. Oh mein Gott, es hat endlich funktioniert. Sie mag uns zwar nicht besonders, aber das ist mir egal. Wir können endlich mit ihr sprechen. Er wird jetzt gleich mal beginnen und ihr seine Muskeln zeigen. Was wird er sonst machen? Es ist Jared. Natürlich möchte er seine Muskeln zeigen. Und dann werden wir mal eine Gruppe bilden. Und ich würde sie gern einladen auf einen Drink. Gibt es hier eine Bar? Nein, da gibt es oben nur die Küche. Können die sich vielleicht zu zweit einen Tisch nehmen? Dann bitten wir mal hier um diesen Tisch. Wobei das schon sehr öffentlich ist. Also eigentlich, sie ist ein Star. Sie hätte einen privateren Tisch verdient, aber anscheinend gibt es keinen. Dann setzen sie sich eben hier an diesen Tisch. Seid ihr jetzt in einer Gruppe? Okay. Rose, warum redest du jetzt mit ihr? Rose, geh nach Hause, Girl. Ich glaube, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Und Jared und Octavia sitzen jetzt hier an ihrem Tisch. Nein, du plauderst nicht mit Janet. Du wirst jetzt erstmal für den Tisch bestellen. Ich meine, es ist 5:30 Uhr früh. Vermutlich wollen sie das Restaurant schon längst schließen. Aber wenn Octavia Bailey da ist, dann wird natürlich kein Restaurant geschlossen. Die müssen offen haben, bis sie geht. Und natürlich bestellt sie einen Metropolitan, also das teuerste, das es auf der Karte gibt. Und Jared möchte natürlich mit seinem nicht vorhandenen Geld angeben und sagt natürlich, alles, was du willst, ich lade dich ein. Natürlich habe ich Geld. Das sieht man mir doch an. Ich komme aus einer sehr wohlhabenden Familie und er bestellt sich einen Dark and Stormy. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es klingt so, als könnte er sie damit beeindrucken. Und dann darf Jared ganz schnell auf die Toilette gehen, denn ich glaube, es wäre nicht so gut, wenn er sich hier einpieselt direkt vor seiner neuen Bekanntschaft, die er natürlich beeindrucken möchte. Immerhin ist sie die reichste Person, die er jemals kennengelernt hat. Schnell, Jared. Komm schnell wieder, sonst läuft sie dir noch weg. Ich hoffe übrigens sehr, ihr seid mit dieser Storyline einverstanden. Ich finde sie irgendwie lustig und wir hatten sowas bisher ja noch nicht. Deshalb finde ich, das passt ganz gut. Ach, wo bist du denn hingegangen? Octavia, komm wieder. Gut, sie ist wieder da. Ich cheat ihm schnell ein bisschen Energie rauf, nur damit sein Date ein bisschen besser läuft. Perfekt. Jetzt sitzen die beiden hier und dann können die sich in Ruhe kennenlernen. Sie hängt natürlich die ganze Zeit nur am Handy. Das verunsichert ihn vielleicht ein bisschen. Er ist ja eigentlich gewöhnt, dass ihm alle zu Füßen liegen. Aber sie ist anscheinend ein bisschen härter zu knacken. Dann wird er sie mal nach ihrer Karriere fragen. Oh, sie ist sehr kokett. Never mind. Anscheinend ist sie doch interessierter an ihm, als ich dachte. Und dann wird er ja einfach mal sagen, wie schön sie aussieht. Jared hat erfahren, dass Octavia als Kurzgeschichtenautorin bei Bunte Bücherwelt arbeitet. Ach, okay. Ich hätte eher gedacht, dass sie mit irgendwas anderem berühmt ist, aber ist natürlich sehr, sehr cool. Und das Kompliment hat sie auch gut aufgefasst. Dann wird er einen mutigen Anmachspruch loslassen, denn es ist Jared. Wir wissen ja, wie er ist. Oh mein Gott. Sie ist anscheinend doch nur wie alle anderen, mit denen er flirtet. Sie ist voll dabei. Dann wird er sie mal anflirten und noch einen Anmachspruch loslassen. Und dann
wird er mit ihr die Nummern austauschen und einfach sagen, Octavia, ich muss ganz ehrlich sein, du bist der interessanteste Sim, den ich jemals kennengelernt habe. Und deine Augen. Ich liebe deine Augen. Läuft's jetzt weg? Nein, oder? Okay. Octavia bleibt da. Will sie jetzt abhauen? Naja, ist eigentlich kein Problem. Wenn sie jetzt nach Hause geht, möchte sie doch ganz sicher, dass Jared mit ihr mitkommt, oder? Okay, irgendwie ist sie doch noch da geblieben und die beiden flirten schon von selbst. Er wird ihr einmal Geselligkeitstipps geben und sie haben eine romantische Leiste. Ich verstehe nicht, warum das mit Jared immer so schnell geht. Mit meinen anderen Sims geht das nicht so schnell. Dann wird er einmal von Fitness schwärmen und einfach erzählen, was so seine Pläne sind, dass er unbedingt Bodybuilder werden will und in Wirklichkeit vermutlich Fitnessmodel. Oh mein Gott, er könnte Influencer werden. Jared, such dir schnell einen Job. Ich möchte jetzt, dass du Influencer wirst. Das wäre einfach so toll. Oh, jetzt haben sie sich nicht gemocht, aber ist schon in Ordnung. Vermutlich hat sie gesagt, ja, wenn du Bodybuilder werden musst, musst du noch ein bisschen arbeiten. Und das hat er jetzt nicht so gut aufgefasst. Aber ja, Jared, es wird schon. Mach dir keine Gedanken. Du gehst deinen Weg. Ich bin mir ganz sicher. Wo haben wir das denn hier? Simfluencer. Du besitzt eine Webcam und ein wenig Persönlichkeit. Werde Simfluencer und preise die Waren großer Firmen an. Suche Lifestyle-Objekte wie ein Schachbrett, eine Staffelei und so weiter, um mit dem Verfassen von Bewertungen zu beginnen. Die Beschreibung passt jetzt nicht zu 100%. Ich hätte lieber was gehabt, das so in Richtung Model geht. Aber da gibt es leider gar nichts, oder? Stilbeeinflusser, soziale Medien. Hier, er sehe ich ihn jetzt auch nicht so. Ja gut, er wird einfach Simfluencer und wir stellen uns das einfach so vor, dass er den ganzen Tag nur Bilder von seinem Körper oben ohne postet. Finde ich toll, Jared. Geh deinen Weg. Arbeitsaufgabe. Mit einem befreundeten Sim über Nebentätigkeiten reden. Soll Jared Clay ins kalte Wasser springen und die Aufgabe annehmen? Ja, okay. Finde ich jetzt nicht so eine dramatische Aufgabe. Jared, kannst du dich einfach wieder hinsetzen, dein Getränk trinken und weiter mit ihr flirten, bitte? Frag sie mal nach ihrem Tag und dann kann er sie ja unauffällig nach ihrem Liebesleben fragen. Also wie gesagt, sie hat keinen Mann mehr. Vermutlich ist sie gerade frisch getrennt und deshalb fällt sie auf Jared rein, der ihr eben das schönste Leben verspricht. Ihr sagt, dass sie die schönste Frau ist, die er jemals gesehen hat und dass er natürlich noch nie so für jemanden empfunden hat. Noch niemals. Unser Jared würde sowas ja niemals tun. Dann wird er ihr eine dramatische Geschichte erzählen. Und nochmal flirten. Okay, anscheinend sprechen sie doch über was anderes, als ich dachte, denn Octavia hat ihm was von Fischen erzählt. Okay. Warum steht denn die Kellnerin schon wieder da? Irgendwie ist sie nur an unserem Tisch. Ach, vermutlich ist sie auch ein Fan. Ich verstehe. Dann können sie einfach nochmal flirten. Dann wird er ihr sagen, ich finde dich so toll. Ich weiß, wir haben uns gerade erst kennengelernt. Aber ich finde dich so unglaublich toll. Und dann wird er ihr noch eine Rose schenken. Das ist perfekt. Jared hat natürlich eine Rose eingesteckt. Immer für alle Fälle hat er eine Rose dabei. Er wusste ja, irgendwann wird er die Frau seiner Träume treffen. Oder zumindest eine Frau, die genug Geld hat, um die Frau seiner Träume zu sein. Und da wir jetzt schon 8 Uhr früh haben und die beiden langsam auch ziemlich müde werden, möchte Octavia nach Hause gehen und fragt Jared, ob er mitkommen will. Und die beiden stehen einfach wirklich auf. Ich liebe dieses Spiel. Das Spiel weiß immer genau, was ich will. Übrigens, mir ist bewusst, dass das jetzt gerade eine sehr oberflächliche Storyline ist, aber ich finde sie irgendwie lustig und ich finde, sie passt zu Jared. Schreibt mir da eure Meinung gern in die Kommentare. Falls ihr sie wirklich kacke findet, können wir Jared ja noch immer ausziehen lassen. Aber hier in den Hills von Del Sol Valley, direkt neben den Shores. Wow. Ich verstehe noch immer nicht, warum die da wohnen müssen, aber okay. Wohnt Octavia Bailey Moon. Nur Octavia Bailey Moon war nämlich ihr Mann, den wir ja mehr oder weniger rausgeworfen haben. Also aus dem Haus habe ich ihn nicht geworfen. Aber ich habe einfach dafür gesorgt, dass die beiden sich trennen. Und hier sind wir. Wir sind gegangen, ohne die Rechnungen zu bezahlen. Ist nicht so schlimm, alles gut. Müssen wir da jetzt anläuten oder können wir direkt reingehen? Nein, wir können direkt reingehen. Okay, perfekt. Dann können die sich ja hier mal hinsetzen und vielleicht zusammen was anschauen. Oh mein Gott, ist das ein riesiger Fernseher. Was könnten sie denn schauen? Sie sehen sich eine Romanze an, damit
sie einfach noch mehr in romantische Stimmung kommen und sich noch verliebter fühlen. Können sie kuscheln? Ich weiß gar nicht, das geht nicht, oder? Aber er wird ihr auf jeden Fall mal süße Nichtigkeiten flüstern. Oh mein Gott. Sie haben eh nur Augen füreinander. Keiner achtet mehr auf den Film. Und dann können sie knuddeln. Wie süß. Oh, jetzt mochte er sie irgendwie nicht mehr? Irgendwen mag er die ganze Zeit nicht mehr. Aber vielleicht ist das auch auf Sozialhase. Das weiß ich ja nie so genau. Dann wird er sie einmal gnadenlos kitzeln. Oh nein. Wo geht sie hin? Bleib da. Octavia möchte abhauen. Was tut sie denn? Es ist immerhin ihr Haus. Ich liebe auch, wie sie geht. Sie geht wie ein selbstbewusster Star. Ach, sie möchte was zu essen machen. Ich hoffe doch für beide. Weiß nicht, nein. Okay, sie holt sich Chips. Ja gut, sie bringt Chips für die beiden vorbei. Das ist doch auch süß. Jared ist in der Zwischenzeit noch sitzen geblieben und schaut eben die Romanze weiter. Sie gibt uns nichts von den Chips ab. Das ist nicht so lieb, aber kann man nichts machen. Er wird jetzt noch einen Kuss hauchen. Und nochmal mit ihr flirten. Oh, ich meine, ein bisschen süß sind die beiden schon. Auch wenn sie vermutlich doppelt so alt ist wie er. Ich glaube, sie ist sogar älter als Emma. Nein, ist sie nicht mehr, aber sie war älter als Emma. Weil sie war ja eine Seniorin, aber ich habe sie zurückaltern lassen. Ich würde sagen, sie ist so 40 oder 45 oder so. Und Emma ist halt Ende 30, würde ich jetzt einfach mal einschätzen. Plus, minus 10 Jahre. Irgendwie kann ich in Sims das immer sehr schlecht einschätzen, wie alt die sind. Bei meinen Teenagern zum Beispiel, manche benehmen sich wie 12 und manche benehmen sich wie 18. Es kommt immer voll drauf an, wen ich spiele. Auf jeden Fall ist sie voll down. Oh ja, dann wird er sie einmal massieren. Ihr eine Massage anbieten. Ich glaube, wir wissen alle, auf was das jetzt hinauslaufen wird. Und Jared wird jetzt tatsächlich mal mit ihr über seine Ängste reden und einfach sagen, dass er ein bisschen Angst hat, dass er sein Ziel nicht erreichen wird und kein Bodybuilder werden kann. Und sie spricht ihm natürlich Mut zu und sagt, mit meinem Geld können wir alles erreichen. Wow. Ja, genau, das wird sie sagen. Und deshalb wird er sie jetzt küssen. Da rennt ein Vampir vorbei. Schön. Zumindest wird er versuchen, sie zu küssen. Wir wissen ja nicht, ob es funktioniert. Natürlich funktioniert es. Es ist Jared. Bei Jared hat sowas noch nie nicht funktioniert. Dann wird er ihre Hände küssen. Dieses Spiel versteht mich einfach. Octavia Bailey möchte einen Schritt weiter gehen. Ist Jared Clay zu einer festen Freundschaft bereit? Sie kennen sich seit 5 Stunden und Octavia ist schon so Hals über Kopf in ihn verliebt, dass sie sagt, Jared, möchtest du nicht ganz fix mein Freund werden? Du bist einfach der Richtige für mich. Ich spüre das einfach. Und er sagt, natürlich, Octavia. Natürlich möchte ich das. Oh mein Gott, das ist so großartig. Dann wird er nochmal seine Zuneigung ausdrücken. Und dann wird er einmal Händchen halten mit ihr. Und dann werden die beiden techtelmechteln. Und ich glaube tatsächlich, wird er ihr wenig später auch schon einen Antrag machen. Ich möchte, dass die beiden sehr schnell und sehr geheim heiraten. Also vermutlich werden wir keinem der Familie Bescheid sagen, sondern sie werden einfach irgendwo heimlich zu zweit heiraten. Hol die Kerzen raus, sorge für Romantik. Jared Clay hat das erste Techtelmechtel? Wirklich? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte irgendwie, er hatte schon mehr Techtelmechtel in seinem Leben, aber anscheinend nicht. Ja, du musst jetzt schon da bleiben. Jared, komm wieder. Du wirst jetzt nochmal küssen und dann wirst du, weil du gerade Hals über Kopf in sie verliebt bist und dich gar nicht mehr auskennst. Seit wann hat denn er so einen Body? Jared? Im letzten Video habe ich mich noch darüber lustig gemacht, dass er glaubt, dass er ein Sixpack hat, aber er hat keines. Und auf einmal sieht er so aus? Wann ist denn das passiert? Ich glaube, das ist wegen dem Bestreben. Ja, auch nicht schlecht. Dann ist Octavia sicher doppelt beeindruckt von ihm. Und dann wird er ihr jetzt einfach gleich einen Heiratsantrag machen. Ich hoffe sehr, dass sie ja sagt. Also ein bisschen süß sind die beiden schon, oder? Jared Clay macht Octavia einen Heiratsantrag. Ich hoffe, sie sagt ja. Oh. Das ist so typisch High Society Leben. Kennen sich seit 2 Minuten. Verloben sich und dann werden sie hier auch gleich ganz geheim heiraten. Können wir das? Sie werden einfach nochmal Händchen halten. Könnt ihr hier
Ja, Octavia sofort heiraten. Sage ja, hier und jetzt. Ich glaube, das passt zu den beiden. Und anscheinend mögen sie sich ja wirklich. Also sie sind ein Liebespärchen und Jared Clay ist auch schwer verliebt in sie. Sie findet ihn anmaßend, also vielleicht findet sie ihn in Wirklichkeit gar nicht so toll und fühlt sich einfach jung mit ihm und möchte über ihren Ex-Mann hinwegkommen. Oh, sie hat gerade auf ihr Handy gestarrt, während sie heiraten. Aber egal, unser Jared heiratet. Das müssen wir uns natürlich genauer ansehen. Oh, wie schnell kann man es eigentlich überstürzen? Jared, was tust du nur? Und er verhungert fast. Ja, du bekommst dann was zu essen. Nachdem ihr geheiratet habt und du bei ihr eingezogen bist. Octavia und Jared. Das süßeste Liebespärchen ever. Aber ein bisschen süß finde ich die beiden wirklich. Und zumindest wissen wir jetzt, dass es ihm gut geht. Also er wohnt in einer wohlhabenden Familie. Er wird niemals Geldprobleme haben. Und vielleicht werden die beiden ja jede Menge Babys bekommen. Wer weiß. Die beiden sind dann ja sich selbst überlassen. Aber auf jeden Fall werden sie jetzt zusammenziehen. Und zwar wird Jared bei ihr einziehen. Wir nehmen definitiv kein Geld mit. Und sie hat auch gar nicht so viel, nur 33.000. Wobei, sie hat ein großes Haus. Das ist schon in Ordnung. Und jetzt werden die beiden zusammenziehen. Ich möchte ihnen, glaube ich, auch noch ein neues Haus geben, weil jetzt leben sie ja in diesem, das von EA erstellt wurde. Und das ist ein bisschen traurig. Also ich schaue, ob ich da ein besseres finde. Und dann werden die beiden dort hoffentlich miteinander glücklich. Vielleicht auch nicht. Wer weiß, was noch passiert. Aber auf jeden Fall kann Livia dann immer ihren großen, reichen Bruder besuchen gehen. Oh, perfekt. Wir sind jetzt sogar bei ihnen in der Familie. Ich möchte mir ihr Leben mal genauer ansehen. Wie ist denn ihr Stammbaum überhaupt? Oh, wow. Die hat jede Menge Kinder. Mirko, Maya, Orange Bailey Moon und Alina. Oh, okay. Der hat auch schon erwachsene Kinder. Ja, vielleicht hätte ich sie doch ein bisschen älter machen sollen, weil ja, ihr Kind ist auch schon ein Erwachsener. Wisst ihr was? Ich stelle das einfach ein bisschen hoch. Ich stelle das auf 25. Dann ist sie jetzt noch ein Erwachsener, aber wird dann bald zur Seniorin. Ich glaube, das passt besser. Das ist ihr Ex-Mann, Thorne Bailey. Mit dem versteht sie sich nicht mehr so gut. Ja, und sonst kennt sie eigentlich nur ihre Kinder. Ein bisschen traurig. Also ich glaube, sie freut sich schon, dass sie Jared jetzt an ihrer Seite hat. Ich glaube, sie war davor sehr einsam und vermutlich hat sich auch nie wirklich wer an sie rangetraut. Und sie wünscht sich in die Wolken schon mit Jared. Oh, wie süß. Heißt jetzt auch Potter? Nennen sie erst Bailey. Ich glaube, ich möchte auch, dass beide Bailey heißen. Wie kann ich denn das schnell ändern? Hier geht das irgendwo. Schnell. Angeblich, habe ich mal gesehen. Sim Kommando. Sim verwalten. Ach, hier kann man ihn töten und löschen. Aber das möchte ich auf keinen Fall. Jared Clay Bailey. Das ist doch ein schöner Name. Unser Fitnessmodel / Simfluencer / Mann einer steinreichen Frau. Jared Clay. Wer hätte gedacht, dass dein Leben mal so ausgehen wird? Ich ehrlich gesagt nicht. Gut, und zum Abschluss werde ich für hier noch ein schöneres Haus suchen. Also ich hoffe, ich finde eins. Del Sol Valley, 50x40 und am beliebtesten Celebrity Mansion. Oh wow, das sieht ja schon absolut großartig aus. Oder wir nehmen das. Das finde ich auch cool. Ja, ich glaube, ich möchte das nehmen. Das sieht irgendwie schön modern aus. Und ich finde, das passt dann perfekt hier hin. Und passt eben auch perfekt zu Jared, der ja noch jung ist. Und ich glaube, Octavia ist so eine Frau, sie möchte unbedingt jung bleiben. Also das passt dann schon zu ihr. Und stimmt, die beiden hatten ja ein Techtelmechtel. Vielleicht bekommt Jared tatsächlich schon sein erstes Kind. Wow. Ja, das Haus sieht absolut großartig aus. Octavia, bevor wir den Part beenden, machst du bitte noch einen Schwangerschaftstest. Hier ist eine Toilette. Schwangerschaftstest machen. Und Jared wird angerufen. Nadja Holunder, Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Wer war das? Nadja, ach stimmt. Mit der hatte er seinen ersten Kuss und dann war sie gefühlt direkt verheiratet. Ja, er hat ja jede Menge romantische Beziehungen. Keine Ahnung, wie treu er sein wird, um ehrlich zu sein. Ich kann es gar nicht sagen. Ich bin schon sehr gespannt. Jetzt wird sie auch noch angerufen, mein Boss. Ach so. Upsi, sie ist nicht bei der Arbeit. Ja, nein, da hebst du besser nicht ab.
Octavia, du bist aber ein Star. Du brauchst keine Arbeit. Octavia ist nicht schwanger. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Okay. Und jetzt ruft ihr Sohn an. Hey, Octavia, wie geht's? In letzter Zeit ist dein Name in aller Munde. Sollen wir uns nochmal treffen? Wir waren schließlich schon Freunde, bevor du berühmt wurdest. Stimmt's? Das ist ein bisschen gruselig. Ja, schade. Ich dachte eigentlich, dass die jetzt ein Kind miteinander bekommen. Und Alessia sagt uns, hey, ich habe gehört, dass du dich mit Octavia Bailey angefreundet hast. Sie ist ziemlich cool. Angefreundet ist gut, Alessia. Ich habe sie gleich geheiratet. Aber schön, das war ein sehr ereignisreicher Part. Und an dieser Stelle werde ich mein Video dann auch schon beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!